Was geht, YouTuber, und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch zeigen werde, wie ihr Beats für Bad Chief und Crow bauen könnt. Ich zeige euch das Sample, die Drums, Arrangement, irgendwelche Tipps, alles mögliche. Ich habe mir das neue Bad Chief Album durchgehört, was ich euch übrigens sehr empfehlen kann. Das ist wirklich sehr, sehr hart, einige sehr geile Songs drauf. Und der Song God Bless hat mich sehr gecatcht. Der ist zusammen mit Crow, auch wahrscheinlich aktuell so der populärste, der war auch in Deutschland neu etc. Und weil ich den auch sehr, sehr geil fand, habe ich mein Beat in dem Style gebaut. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch direkt, worum es geht. Dann verlieren wir gar keine Zeit und gehen straight into it. Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da und abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich mehr sehr, sehr supporten. Road to 1,3k. Yeah, let's go, lass den Beat hören. Zamer. Yes, sir, das ist der Beat. Ich bin sehr zufrieden damit, feiert ihn sehr. Ich hoffe, ihr auch. Falls euch der ganze Beat interessiert, in der Beschreibung verlinkt. Auf meinem Main-Channel ist der als Type-Beat hochgeladen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den auch da auschecken würdet. Aber je, wir gehen rein. Und zwar habe ich das Ganze mit einem Lead-Sound in Contact angefangen. Mit einer tatsächlich sehr simplen Melodie. Ihr seht die hier. Das sind im Prinzip zwei Bars, die einfach sich die ganze Zeit loopen. Das hört sich so an. Genau, das Ganze habe ich dann noch mit einem Track und Sound gelayert, um es ein bisschen cooler klingen zu lassen. Genau, das ist der Trackout-Sound, der gibt dem Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Fülle. Und das ist es auch schon zum Sample gewesen, mehr ist es nicht. Ich würde sagen, wir gehen zu den Drums in der Hook. Da haben wir eine Snare, die einfach immer auf der 2 und der 4 spielt, also hella, hella simple, ganz normale Snare. Und dann eine Hi-Hat, die spielt dieses Pattern, das ist im Prinzip immer nur eigentlich ein durchgehendes Hi-Hat-Achtel-Pattern, nur dass halt die 1 und immer weggelassen wird. Um das so einen speziellen Bounce zu geben. Und halt hier auf der 4 und haben wir immer eine Reverse Hi-Hat und dann hier noch auf der 3 und, um so eine kleine Art, in Anführungszeichen, Fill am Ende des Loops zu machen und das alles zusammen, beziehungsweise die Hi-Hat und die Snare zusammen, klingen dann so. Dazu haben wir dann einen Bass, das ist ein Synth-Bass, der spielt dieses Pattern. Das besteht grundlegend quasi, würde ich sagen, aus diesen Noten hier, also die 1, 3, 3 und, 1, 3, 4. Und hier oben sind dann so ein paar Additional Notes, der hier, um diese Doppel-Kick, die an der Stelle ausspielt, einzuleiten, haben wir hier eine Oktave. Und die Oktave wiederholt sich dann hier. Und hier haben wir ein E, was in diese 1 einleitet. Und am Ende haben wir dann hier noch einen kleinen Lauf, wo wir statt diesem A hier ein E, D haben, um einfach bum, bum, bum. Weißt du, wieder in die 1 einzuleiten. Mit dem Bass klingt es dann so. Yes, sir. Sehr dope, bounced schon. Und dann kommt die Kick dazu. Ihr seht, hier haben wir genau dieses Grundpattern, was ich eben angesprochen habe. Zieht sich zweimal durch und dann ist das Ding schon fast ready. Zumindest für den ersten Teil der Hook. Genau, im zweiten Teil haben wir dann noch eine Open Hi-Hat, die dazukommt, einfach immer kurz vor der 3. Einfach ein bisschen Steigerung, mehr ist es nicht. Dann kommen wir in den Part. Im Part haben wir einfach genau die gleiche Contact-Melodie, hat sich nichts verändert. Die Drums sind komplett raus und hier auf der 4 kommen Hi-Hat und Snare dazu. Das baut dann ein bisschen in den Part auf und dann haben wir hier diesen Mini-Basslauf aus diesen zwei Noten am Ende, um in den richtigen Part einzuleiten, wo wir die Contact-Melodie einfach, hier haben wir A4 und hier haben wir A3, also eine Oktave tiefer. Genauso wie den Trackout-Sound, den haben wir auch eine Oktave tiefer, wenn wir hier, damit es einfach ein bisschen nach Part klingt. Dann kommt auch hier im zweiten Teil die Open-Hat dazu. Yes, sir! Und dann haben wir hier den normalen Contact-Sound, also der geht wieder eine Oktave hoch. Der Trackout-Sound bleibt aber noch eine Oktave drunter, damit wir, wenn wir wieder in die Hook gehen, nochmal eine kleine Steigerung haben. Ist quasi so eine Art Bridge vor der Hook. Und dann geht's wieder in die Hook, genauso wie sie vorher war.
Und wir kommen zum zweiten Part. Im zweiten Part habe ich mich dazu entschieden, diesen einleitungskleinen hier Viertakter wegzulassen. Ist im Original, glaube ich, sogar auch so. Fand ich einfach irgendwie cool, deswegen habe ich so gemacht. Stattdessen haben wir hier aber einen Hi-Hat-Cut, der, Snare kann man auch so machen, das ist scheißegal, immer, der funktioniert quasi so, dass die Hi-Hat auf der Snare reinkommt und auf der nächsten Snare wieder rausgeht. Das ist ein Cut, den ich sehr gerne mache, und dann kommen die ganzen anderen Drums dazu. Finde ich, passt auch auf den Bounce von dem Beat einfach extrem gut. Auch hier kommt die Open-Hand wieder dazu, genauso wie im ersten Teil. Die Bridge genauso wie diese Bridge und die Hook dann nochmal genauso wie die ersten beiden. Und dann war das auch schon der komplette Beat. Wie gesagt, hört euch den gerne in der Beschreibung an, falls euch das interessiert. Würde mich sehr freuen. Lasst dem Video gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Würde mich auch sehr, sehr freuen. Und abonniert gerne den Channel, falls ihr mehr Thema Producing etc. sehen wollt. Schreibt mir in die Kommentare, was für Type Beats ihr haben wollt. Bla 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 bla. Ich würde sagen, wir sehen uns am Montag bei einem neuen Video. Bis dahin, haut rein. Ciao.